Hallo Freunde, weiter geht's mit EverQuest 2, heute mit einem neuen Headset. Und wenn das nicht gut genug ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Wir sind hier in Immerfrost, wir sind auf der Suche nach den Runen der Drachensprache. Mal was ganz Neues, denn das haben wir schon seit einigen Folgen getan. Hier in Immerfrost, wie ich gerade gesehen habe, gibt es gar keine. Beziehungsweise nicht direkt hier in Immerfrost, sondern in einer Instanz. In der Instanz Dauerfrost oder auch Permafrost genannt. Ich schaue da gleich mal, ob ich die überhaupt finde. Die müsste nämlich hier weiter vorne sein. Aber zuvor will ich noch was anderes machen, denn ich sagte ja in der letzten Folge, dass wir hier noch eine andere Quest offen haben. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal in mein Tagebuch, wenn ich es denn irgendwo finde. Da ist es auch schon, da gehen wir auf Quests. Und jetzt müssen wir noch schauen, wo das Ganze ist, wo das Ganze aufgelistet ist, in welchem Bereich. Früher stand mal Erbequest, das hat sich aber immer wieder geändert hier. Ein Blick für die Macht, das steht diesmal ganz normal unter Immerfrost. Genau, die werde ich mal aktivieren hier, dass wir sie auch so seitlich sehen. Aber wie ich sehe, sehe ich nichts. Doch, wir müssen es hier aktivieren. So, und jetzt müsste da auftauchen. Genau, da oben ist jetzt. Da muss ich nämlich jetzt, schauen wir mal. Ich muss einen Teil des Glücksbringers von einem Anführer der Frosthörner holen. Ich muss einen Teil eines Glücksbringers von einem Anführer der Eiskieme holen. Und einen Teil von den Taubfüßen. Tja, die sind hier in Immerfrost. Und ich glaube, wir hatten diese Quest in der ersten Staffel begonnen. Wir haben sie nie beendet, weil ich diese NPCs, diese Monster nicht gefunden habe. Wenn wir schon mal hier sind, dann schauen wir auch danach. Ich will jetzt erstmal gucken, ob wir hier Dauerfrost finden. Das müsste diese Instanz sein, wo auch das Weihnachtsfest gefeiert wird. Ich zeige euch das gleich. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, wir sind Weihnachten mal in einen Abschnitt gegangen. Und zu diesem Abschnitt kommen wir jetzt. Der wird also von Sony verwendet, auch für das Weihnachtsfest. Hier ist ja eine Abzweigung. Warum ist denn hier eine Abzweigung? Oder bin ich jetzt irgendwie falsch? Warte mal, wenn wir da vorne rausgehen, wo komme ich denn da hin? So, ihr seht, ich bin schon wieder völlig außer neben der Spur. Ah ja, aber das ist das, was ich meinte. So, jetzt sind wir hier, wo ich hin wollte. Ich weiß nicht, was für eine Abzweigung war. Ich werde es mir gleich nochmal betrachten. Hier an dieser Stelle wird normalerweise das Weihnachtsfest gefeiert. Was heißt normalerweise? Normalerweise ist es Immerfrost. Und irgendwie dachten sich die Entwickler, das eignet sich doch hervorragend für das Weihnachtsfest. Und dann sind hier irgendwo, die gehen diese Regenbogen runter und so weiter. Und diese Instanz da hinten, das müsste Dauerfrost sein. Ich probiere es mal, ich schaue mal gerade. Nach Dauerfrost, jawohl. So, Dauerfrost betreten. Müsste jetzt eigentlich auch alles grau sein. Aber auch hier haben wir wieder ein recht ähnliches Problem wie bei dem Obelisk der verlorenen Seelen. Denn auch hier müssen wir wieder irgendwelche Rätsel lösen, damit wir weiterkommen. Ich werde es mal jetzt probieren. Ich habe ja die Koordinaten wieder mal auf meinem rechten Monitor stehen. Das heißt, ich werde jetzt den ersten Koordinaten eingeben. Und dann gucken wir einfach mal, wo er uns hinführt. So, slash Waypoint. Wieder mal. So, was haben wir denn da? Wo ist es denn? So, minus 149. Minus 149. Komma. So, jetzt habe ich schon wieder verloren. Doch, 4. Komma, minus 452. Euer aktuelles Ziel liegt irgendwo Richtung Norden und unter euch. So, ab geht's. Sieht übrigens schön aus hier. So, wir gehen einfach mal weiter. Und ihr seht auch, diese Instanz ist gleich. Nur, da sind natürlich andere Gegner drin, wie in der Weihnachtsinstanz. Aber die Landschaft, die Gestaltung ist genau identisch. So. Hier ist natürlich auch die Musik sehr interessant, ne? Ich finde die Instanz eigentlich gar nicht so schlecht. So, ich will nochmal gucken. Das leuchtet, wo leuchtet es? Da vorne leuchtet es. Ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Wir werden es gleich sehen. Wir müssen wahrscheinlich da hinten irgendwo durch. Und ich glaube, bei der Weihnachtsquest war diese Tür hier geschlossen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich will es jetzt aber auch nicht mit dieser Weihnachtsquest vergleichen. Denn wir müssen ja jetzt hier was erledigen. Wie viele Runen gibt es hier zu finden? 3 Stück an der Zahl. Na, ich bin mal gespannt. Euer aktuelles Ziel liegt irgendwo in Richtung Norden. Ja, wahrscheinlich müssen wir hier durch. Und wahrscheinlich geht diese Tür gar nicht auf. Wir werden es gleich sehen. So, zumindest ist sie anklickbar. Ah, sie geht auf. Sehr schön.
Und so kommen wir doch Stück für Stück weiter. Ich glaube, wie gesagt, wirklich in dieser Weihnachtsquest sind hier diese ganzen Türen verschlossen. Sieht sehr interessant aus und es ist alles grau, wie ich gesagt habe. Wenn man mal hier auf diese Gegner schaut, die sind Level 48, wir sind ja mittlerweile 66. Das heißt, die sind richtig gehend brutal grau. Die greifen uns nicht mehr an und die würden uns auch keinen Schaden mehr machen. Zumindest nicht mehr viel. So, in den nächsten großen Raum, in den wir reinkommen, müsste unsere gesuchte Rune sein. Und jetzt werde ich mir gleich nochmal die Tipps durchlesen. So, warte mal, wir haben das oberste eingegeben. On top of Alinkrias table at the black left corner. Also irgendwo auf einem Tisch auf der schwarzen linken Ecke. Gut, dazu müssen wir wahrscheinlich hier erstmal reinkommen. Da kommen wir rein. Und da ist auch schon ein Tisch. Schwarze linke Ecke. Ganz schön großer Tisch. Da ist was. Ja, sehr schön. Wir haben es geschafft. Aber es gibt immer noch zwei mehr Runen, die es hier einzusammeln gibt. Ich gebe wieder mein Lieblingswort ein, und zwar slash Waypoint. Moment, ich muss noch richtig schreiben. Und jetzt haben wir hier die 160. 6. Minus 432. So, das werde ich gerade wieder angetellt. Savila, teilt euch. Wieso heißt es überhaupt, teilt euch? Also, dann wünsche ich noch viel Glück bei dieser Folge. Man sieht sich dann bald mal. Ja, alles klar, bis denn. Ups, da muss ich natürlich so machen. Alles klar. Bis denn. So. Ich habe es eingegeben, glaube ich. Bin schon wieder abgelenkt worden. Wir schauen auf die Karte, wo ich hin muss. Und wir müssen genau gegenüber hin. Okay. Pferd oder egal, was können wir hier nicht benutzen. Wir müssen hier zu Fuß laufen. Das habt ihr ja gesehen, wir sind automatisch vom Pferd abgestiegen, als wir gerade eben in die Zone reinkamen. Das heißt, wir können das hier drin auch nicht benutzen. Und wir gehen jetzt einfach mal auf die andere Seite. Moment. Wir müssen erst diesen Gang hier folgen. Und wieder hier vor. Ja, mit diesem neuen Headset, das ist jetzt übrigens die erste Aufnahme, die ich mache mit meinem neuen Headset. Ich muss mich da erst wieder so ein bisschen dran gewöhnen. Ich hatte ja früher das Sennheiser PC 350. Das hatte den Effekt, dass die Ohren komplett mehr oder weniger schalldicht abgeschlossen waren. Und dann habe ich mir das PC 360 geholt, dessen Mikro leider schlechter war als das vom 350er. Und damit war ich nicht zufrieden und deswegen musste ich mir wieder neues bestellen. Jetzt habe ich mir das Beyer Dynamics MMX 300 geholt. Und das hat wieder so Ohrmuscheln, die komplett abschließen, also die komplett schalldicht sind. Das PC 360 hatte relativ freie Ohrmuscheln gehabt. Da konnte man die Umgebung noch relativ gut hören. Und schon wieder muss ich mich umgewöhnen. Jetzt höre ich nämlich nichts mehr außer den Spielesound hier. Und ich muss mich auch noch dran gewöhnen, dass dieses Headset keinen eigenen Lautstärkeregler hat. So ein bisschen tödlich für den Let's Player. Denn ich stelle ja meine Spiele in einer bestimmten Lautstärke ein, damit er das in einer bestimmten Lautstärke aufnimmt. So, jetzt habe ich natürlich keinen Lautstärkeregler am Headset. Das heißt, es ist teilweise ganz schön laut. Na gut, aber wenn die Qualität stimmt, soll mir das egal sein. Und ich glaube, hier ist es schon. Die übersetzte Waagrune. Sehr schön. Und damit fehlt uns nur noch eine. Und die ist Lower Level, steht hier. Under Table at the Forge. So, ich gebe hier mal eine Waypoint ein. Hab schon wieder falsch geschrieben. Waypoint 115.115-35, -181. Euer aktuelles Ziel liegt irgendwo in Richtung Süden und unter euch. Ja, ich bin ja auf dem Tisch hier drauf. So, mal gucken. Ich hab's gewusst. Auf dieser Karte wird es nicht angezeigt, aber hier ist was, ne? Hier geht es nämlich in der Instanz. Hier ist der Ausgang. Und ihr seht, hier leuchtet mein Ziel. Da ist nichts auf der Karte eingezeichnet, weil das ganz einfach auf einer anderen Ebene ist. Ich werde es einfach mal hier durchgehen. Zumindest werde ich es probieren, da durchzugehen. Warte mal, wie kommen wir denn da raus jetzt hier? Macht doch nicht so Sachen mit mir.
Doch, so geht's doch aus. Und dann darum. Okay. Gut, ich werde mal versuchen, da durchzugehen. Durch diese Zone. Und dann müssten wir ja woanders hinkommen. Eventuell ist es dann der richtige Ort. Das wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir Dauerfrost hier auch abschließen können. So, hier gehen wir weiter raus. Machen wir mal die große Karte auf. So, und jetzt müssen wir hier einfach weiter geradeaus. Bis wir hier an diesen großen Raum kommen. Ja, majestätisch sieht er aus. Und hier ist eine Tür. Ob wir da reinkommen? Die Gruft. Tja, da kommen wir nicht rein. Verdammt. Verdammt, da müssen wir noch irgendwas machen vorher. Ich weiß aber nicht was. Es ist doch schon wieder eine Scheiße. Entschuldigung. Das gefällt mir nicht. Dann fehlt uns nämlich noch genau eine Rune hier. Auch wenn ich jetzt einen geilen Ort habe, wo wir hingehen können für die nächste Rune. Das heißt aber, wir müssen irgendwann wiederkommen. Nämlich irgendwann dann, wenn ich weiß, wie wir hier reinkommen. Denn ich glaube, hier müssen wir rein, um weiterzukommen. Ich kann jetzt nochmal auf die Karte schauen, mir das in Ruhe nochmal betrachten hier. Da oben ist noch was. Tür zu den Wolf Caves. Zu den Wolfhöhlen. Und was haben wir hier? Crypto Fox. Needed for Fire and Ice to revive Lady Fox after obtaining the essences. Kann sein, dass wir da gar nicht rein müssen. Die Frage ist dann aber, wenn wir da nicht rein müssen, wo geht's in das andere Level? Wir können das da oben nochmal probieren. Die Tür zu den Wolfruinen oder Wolfhöhlen. Okay, ich meine, okay, wir probieren es halt mal. Wenn wir schon mal hier sind, dann werden wir das auch probieren. Aber, weil da steht, was steht denn da? Lower Level. Under a table at the forge. Also unter einem Tisch an der Schmiede heißt es, glaube ich. Aber wo sollte das sein? Und die Wolfshöhlen hörten sich jetzt nicht unbedingt nach Tisch und Schmiede an. Naja, wir werden es gleich erfahren. Aber irgendwie gefällt es mir hier. Es erinnert mich so ein bisschen an die Zeit von früher. Ich meine, heute rennt man dann halt durch, ist grau. Also, die Gegner sind alle grau, die tun einem nichts mehr. Aber ihr müsst euch das ja immer vorstellen, dass das früher Zonen waren. Da hat man hier so richtig den Hintern aufgerissen bekommen. Das ist jetzt natürlich nicht mehr. Die Zonen gibt es natürlich auch noch, das ist ganz klar. Nur halt hier nicht mehr. Aber okay, so, da geht's glaube ich auf. Ja. Wo sind wir denn jetzt? Hallo? Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Laufen wir jetzt außerhalb der Karte rum, oder was? Ich kann es nicht glauben. Normalerweise gibt es hier in dieser Zone keine Karte, soweit ich das weiß. Ich glaube, wir laufen richtig, ne? Das ist schon mal die richtige Richtung. Diese Karte, die wir hier angezeigt bekommen, ist Bestandteil der EverQuest 2 Automap. Automap, wieso sage ich Automap? Und die könnt ihr euch downloaden, zum Beispiel bei mir auf der Website. Da gibt es die aktuelle Version zum Downloaden. Klickt auf die Infobox für mehr Informationen. Dort ist auch ein Download-Link. So, schön ein bisschen wieder Schleichwerbung gemacht. Ach, warte mal, jetzt haben wir eine neue Karte. So, aber auch hier leuchtet kein Ziel. Das ist doch doof. Oder wir hätten in die andere Richtung gehen müssen. Nee, da wäre es nur in diesen einen, in diese Abzweigung gegangen, ne? Da gibt's nichts. Hier gibt es eine Quest. Aber ansonsten nichts. Ich will das aber nochmal betrachten. Wenn wir dann schon mal hier sind, dann schauen wir uns das auch alles an. Und ich glaube, ohne Mist, ich war hier noch nie in meinem Leben. Wie gesagt, mit meinem anderen Charakter, Antares, habe ich die Drachensprache auch nicht komplett. Und da geht es ja auch nochmal weiter. Vielleicht sind wir ja goldrichtig und hier geht es in das Lower Level. Probieren wir es einfach. Oder sind wir da jetzt hergekommen? Nee, das kann doch nicht sein, Leute. Bin ich jetzt so bescheuert oder was? Tatsächlich, da sind wir hergekommen. Ey, jetzt bin ich den ganzen Weg wieder zurückgelaufen. Junge, Junge, Junge. Grüjo. Und wie du wieder aussiehst. Wie du Depp. Ich dachte, wir wären da so eine Abzweigung reingegangen. Aber wahrscheinlich war das eine Abzweigung, wo wir hergekommen sind. Man schaltet dann endlich die Karte um.
Hier haben wir noch die alte Karte angezeichnet. Wir sehen die gar nicht. Also wir sehen die neue noch nicht. So, ich warte mal, bis es umschaltet. Ich achte jetzt mal genau auf die Karte. Die müsst ihr jetzt gleich umschalten. Jetzt. Ah, okay, wir sind diese Abzweigung. Und hier, da ist ja dieser Ausgang. Okay, das habe ich so nicht gesehen. Dann gibt es nur noch diesen Gang hier. Ich klicke das auch mal an. Codan, da gibt es nur ein paar NPCs. So, das heißt, wir laufen einfach mal diesen Weg hier weiter. Mal gucken, ob es da unten was Interessantes für uns gibt. So. Aber irgendwie bezweifle ich, dass wir heute diese Rune finden werden. Na gut, aber auf der anderen Seite ist ja egal, wenn uns zum Schluss noch 3-4 Runen oder so fehlen. Und dass man da und die dann gemeinsam mit Leuten macht, die sich auskennen, ist vielleicht auch ganz interessant und lustig. Aber die meisten Runen werden wir ja sicherlich selbst entdecken. Und die nächste Rune, das wollte ich euch noch erzählen, habe ich gesagt, ist wieder was relativ Aufregendes. Deswegen werde ich das auch machen, bevor wir noch was anderes anfangen. Die ist nämlich in Freihafen. Freihafen ist das Gebiet unserer Feinde, der Bösen. Wenn man so will, ja, der Bösen. Das heißt, die Stadtwachen und so, die greifen uns da an. Und die haben auch eine Chance gegen mich. Das heißt, die werden mich auch platt machen. Guck mal, wie groß diese Wölfe hier sind, ne? Ist auch nicht schlecht. Und das heißt, wir müssen uns da vorbeischleichen und so weiter. Das wird sehr, sehr lustig. Das kann ich euch versprechen. Ich freue mich da auch schon drauf. Und das werden wir machen, sobald ich hier fertig bin. Also wahrscheinlich in dieser Folge nicht mehr. In der nächsten aber geht es dann auf nach Freihafen. Das wird eine Gaudi. So, wo sind wir jetzt hier gelandet? Warte mal. Ah, jetzt sind wir hier. Ja, okay. So war das ja auch geplant, mehr oder weniger. Die Frage ist halt, hier wird keine Rune eingezeichnet. Wir gehen jetzt mal in diese Richtung weiter. Mal gucken, ob wir da was finden. Wenn wir da irgendwo eine Schmiede oder so entdecken, dann könnte es ja das Ziel sein, aber ich bezweifle halt, dass wir die hier entdecken. Warum muss es denn immer so kompliziert sein? So, da haben wir doch nochmal eine Tür. Ja, da geht es da runter in diesen unteren Bereich. Aber ich gehe jetzt erstmal dahin. Moment. Was haben wir denn hier Schönes? Sehen wir da irgendwo eine Schmiede? Nee, sehen wir nicht, ne? Und die Karte hat sich jetzt auch nicht geändert. Ach, hier geht es nur im Kreis. Da können wir wieder hochlaufen. Okay. Ja, ihr seht gerade, ich bin so ein bisschen gerade außer... außer... Wie heißt es? Ratlos, genau. Ich bin so ein bisschen ratlos momentan. Warte mal, wo sind wir denn jetzt? Sind wir da wieder hier? Ach ja, logisch. Das heißt, wir sind wieder hier, wo wir am Anfang waren. Ich gehe jetzt mal auf die andere Seite. Das heißt, wir sind ja eben gerade diese Zeichen hier auf der Karte, das bedeutet ja, es ist so eine Art Treppe. Ne, ich wollte schon sagen, es ist wie die Zeilgalerie bei uns in Frankfurt. Da muss man auch immer so im Kreis laufen, kilometerweit, und kommt dann hoch oder runter. Hier ist nichts anderes. Und vielleicht müssen wir einfach nur diesen Gang weiter nach unten verfolgen. Wäre eine Idee. Gerade eben sah es allerdings so aus, als würde es gar nicht weiter runter gehen. Deswegen gehe ich jetzt direkt mal hier auf die andere Seite. Vielleicht haben wir da mehr Glück. So, da müssten wir wieder zu dieser Treppe kommen. Weil er sagt ja immer noch, euer aktuelles Ziel liegt irgendwo in Richtung Süden und unter euch. Tja, aber hier geht's nur hoch. Hier geht es nur hoch, verdammt. Wenn wir hier jetzt hochlaufen, dann geht die andere Karte wieder auf. Aber wir kommen doch nicht runter. Deswegen verstehe ich das nicht so ganz. Und eine andere Abzweigung gibt es hier auch nirgends zu sehen. Zumal ja unser Wegpunkt sagt, dass es weiter unter uns ist. Wir gehen gerade hoch. Alles nicht so einfach. In der letzten Folge nichts gefunden, in dieser Folge nichts gefunden. Wo soll das alles enden? Und was ist, wenn wir noch höher gehen? Wo kommen wir denn dann hin? Jetzt sind wir wo? Hier.
Und was ist, wenn ich noch höher gehe? Komm, dann machen wir das auch noch schnell. So, einfach mal hier weitergehen. Vielleicht kommen wir dann, wenn es hier oben noch ein weiteres Level gibt, vielleicht kommen wir dann von da aus dann in das unterste. Fragen über Fragen. Ich kann sie nicht beantworten, denn ich kenne mich hier nicht so gut aus. So, auf jeden Fall hat sich die Karte wieder geändert. Aha. Da gibt es noch eine Instanz. Dreieckschamber. Dreieckskammer. Der sagt mir was. Ich glaube, ich war da schon mal. Also ich war hier doch schon mal, aber wahrscheinlich in der Gruppe oder so. Und wenn man in der Gruppe spielt, als Heiler unterwegs ist, dann kriegst du gar nicht so viel mit. Da achtest du die ganze Zeit nur auf die anderen Jungs, dass du denen hilfst beim Heilen und so weiter, dass du die nicht sterben lässt und rennst einfach hinterher und letztendlich weißt du gar nicht, wo du hingelaufen bist. Zumindest ging das mir immer so früher, als ich als Heiler unterwegs war. Dreieckskammer oder Drakeskammer. Komm, wir gehen einfach mal rein. Das ist zwar das Falsche, aber ist doch egal. Wir gehen da jetzt einfach mal rein, dass wir noch wenigstens was erlebt haben zum Abschluss. Die Zeit ist ja leider schon wieder rum. Aber die Kammer, die schauen wir uns jetzt nochmal an. Ja, blöd, ne, dass wir jetzt eine Rune nicht gefunden haben. Naja, mein Gott, Leben geht weiter. Sorry, hier gibt es keine Karte. Wieso gibt es hier keine Karte? König Drake. Also ich nehme an, das heißt Drake. Ist das nicht ein Epic-Gegner? Natürlich, das ist ein Epic-Gegner. Das ist hier, wenn man einen Raid machen will. Wieso wird er nicht aggro? Wann wird er aggro, wenn ich zu nah dran gehe? Nö, wird er auch nicht aggro. Die sind auch nicht aggro. Ich greife jetzt mal einen an, wenn ich den angreifen kann. So, die sind jetzt gerade böse geworden mit mir. Greif die jetzt mal an. So, mal gucken, ob wir das schaffen. Die machen jetzt schon so ein bisschen Schaden hier, die Jungs. Und es sind auch leider so viele. Nee, das sind noch zu viele, das werden wir nicht schaffen. Mist. So, der nächste. Vielleicht haben wir ja Glück und wir packen es. Ich meine, wenn wir es nicht packen, ist mir auch egal. Da kommt wahrscheinlich der Oberfuzzi an. Ja los, kämpft doch mal, kämpft doch mal, kämpft doch mal. So, ups. So, jetzt den letzten hier. So, der ist vernichtet. Die habe ich jetzt erledigt. Jetzt warten wir mal, aber dieser König ist ja immer noch hier, ne? Was haben die denn verloren? Nichts Gescheites. Erfahrungspunkte haben sie auch keine gegeben, weil sie schon grau waren. Das ist ja wieder ganz hervorragend. Da haben wir jetzt hier Mysti und Frostbeule. Na logisch, das ist ein Raid-Gegner. Aber ich frage mich, wieso der nicht aggro wird. Was ist, wenn ich Mysti angreife? Soll ich es mal wagen? Komm, wir wagen es mal. Ich tue mal versuchen anzubinden. Geht gar nicht. Er sagt kein Gegner. Und hier den König? Auch nicht. Geht auch nicht. So. Auf seinen Stuhl können wir uns nicht setzen. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall ein Raid-Gegner, aber ich weiß nicht, wieso die nicht aggro werden. Keine Ahnung. Aber es ist auch mal schön, hier mal wieder hinzukommen. Das ist, glaube ich, einer der harmloseren. Habe ich auf jeden Fall früher, als ich selbst noch aktiv Raids mal gemacht habe, mal besiegt. Gut, Freunde, ich würde sagen, für diese Folge soll es das gewesen sein. In der nächsten Folge gehen wir nach Freihafen in das Gebiet der Feinde und suchen da eine Rune. Da gibt es nur eine. Die ist mit Sicherheit leicht zu bekommen, wenn dann nicht die Wachen wären, die aggro auf uns wären. Aber schauen wir mal, wie es klappt. Also macht's gut, bis dann.